Gut, einfach mal weiter. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir die Naboo nicht mögen. Aber wir sind doch auf Naboo. Nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hinfort mit ihm! Ja, er sollte eigentlich hingerichtet werden, aber anscheinend nicht, ne? So, Jar Jar Binks hält. Oh. Was ist das denn? Ein Enterhaken? Oder ist das ein Speer? Was hat der dafür? Ach, der hat diese Elektrostäbe. So, kann ich jetzt mit ihm irgendwie einige Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte? Ich hätte gerne so eine kleine, so ein Tutorial hier, so, wenn ich einen neuen Charakter bekomme. So, hey, hör mal, du hast jetzt Charger, der ist jetzt ein... Warte mal, ich kann doch hier nachgucken, ne? Gang sind 14%. Steht da irgendwie was? Hält. Ich sehe ja irgendwie nicht so. Wie gesagt, im ersten Jedi Star Wars, in den ersten Lego Star Wars konnte Jar Jar Binks höher springen. Ja, ich hätte mal die Schatztruhen ausprobieren können. Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorge. Warte mal, kann ich jetzt Schatztruhe öffnen? Nee, ne? Die Schatztruhe, die ich gefunden habe. Sag mal. Hey! Dolmetschen. Nein, ich verstehe nicht. Meine Ketten sind nicht für diese ganze Auf und Ab zwischen den Blasen gebaut, aber wenn ich diese Botschaft nicht überbringe, werden abgenutzte Ketten meine kleinste Sorge sein. Ihr seht rüstig aus. Wenn es nicht zu viel merkt, weil wir in diesem Datenprotokoll mitnehmen, den richtigen Gang übergeben. Klar, sicher. Danke, Partner. Hier ist ein Datenprotokoll mit den betreffenden Nachrichten. Und das entsprechend fremde Sprachen. Ja. Kann die markieren? Gerne. Oh. Demjenigen müsst ihr diese Nachricht überbringen. Ja, sie sehen ja überhaupt nicht alle gleich aus hier, ne? Falsch, mehr mal geschaut. Ich bin schon auf nochmal gesehen. Ich habe ihn auf meinen Reisen nirgends gesehen, aber okay. Ich weiß, Druiden konnten irgendwie. Upsala. Ups. wollte ich nicht hin. Ich komme wieder zurück. Cool. Aber ja, gehen wir mal zurück. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass ich hier jetzt wieder rauskomme. Ich habe jetzt gedacht, ich bin irgendwie in so einem Menü und so. So, warum ist hier auf einmal ein Schiff? Muss ich jetzt gegen ein Schiff kämpfen? Wir suchen ein imperiales Schiff oder so. So. So, okay, der hat einen Pfannenwender, alles klar. Oh, jetzt hat mich die Dinger sind jetzt wieder alle respawn. So, kannst du das aufmachen? Nö. Okay, der Typ mit dem Pfannenwender. So, wenn jetzt die Karte noch ein bisschen größer wäre, dann würde ich auch jetzt sehen, wo genau ich dafür hin muss oder was ich machen muss, ne? Außer das Spiel hat mir jetzt gerade markiert, so, ne? Und der Marker zeigt mir jetzt hier an. Ja, der zeigt mir die Hauptstory wieder, ne? So, ich nehme jetzt mal an, Charger kann jetzt hier auch nichts machen, ne? So, den Typ mit dem Pfannenwender, den sucht man. Warte mal. Ja, Jar Jar wird aber auch nichts machen können, ne? Ich glaube nicht. Nee.
Obwohl. Halt. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Also irgendwie so aus, als könnte er sich irgendwie ranziehen. Warte mal, ich sehe eine grüne. Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorge. Michse weiß, nach wem ihr sie sucht. Diese Hiese leben in einer Blase da drüben. Okay, danke. Ja, welcher? Hier sind überall Blasen. Kollege, muss schon ein bisschen genauer sein. Ne? Die Person, die ihr sucht, ist ein Gangen. Ja, danke. Ihr seht ja alle überhaupt nicht gleich aus. Ne? Ich weiß, das klingt schon wieder voll rassistisch, aber es ist wirklich so. Na, was hat denn ja? Was finde ich denn ja alles hier noch? Ah, Jar Jar kann die aufheben. Er kann sie aufheben. Okay. Das macht Sinn. Die Jedi sitzt sich jetzt so fein, ihr Ding aufzuheben. Jetzt kann ich das hier reinpacken. Genau. Ha, 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 ha. Einstecken. Fein, die sind hier zu fein. Okay. Kann man übersetzen, wenn du halt kannst. Hallo, ich bin der wandernde Wookie. Meine Leidenschaft für das Reisen führt mich durch die ganze Galaxis. Wenn du also unterwegs bist, halt ruhig die Augen nach mir offen. Habe das Gefühl, dass man hier unten nicht allzu viele Besucher zu Gesicht bringt. Also versuche ich mich den Einheimischen anzupassen. Meinst du, sie wissen, dass ich nicht von hier bin? So treffen wir uns wieder. Habt ihr das Gefühl, dass mir auch nicht allzu viele Besucher kann ich ja nichts machen? Okay, ich dachte sowas. Ich habe jetzt hier eine Quest, weil du grün warst oder so. Wir mögen keine Fremden. Also kommen sie lieber nicht. Okay. So, dann holen wir noch die andere Batterie, nehme ich an, ne? Und die wird ja auf Kartau angezeigt, sehe ich gerade. Meins. Nehmen und dann einstecken. Feste in die Hand nehmen. Was? Zum. Okay, er kann die Waffe. Okay. Big Mad jetzt das Ding hier einzu. Er benutzt sie sowieso nicht. Von daher. Meins. Der sicherste Ort. Qui-Gon und Obi-Wan gerade geklatscht für mich. Danke. 6 von 1200. Da wird noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Party sein werden. Ich will jetzt einfach erstmal hier die erste Episode versuchen durchzuspielen. Ne? Versuchen, ne? Ob ich es mache, weiß ich nicht, aber versuchen wir, ne? Und dann schneide ich mir das so zurecht, wie es mir beliebt, ne? Und dann gucken wir mal, wie das hier so abläuft, werden das hier so stündige Parts oder so. Oder auch nicht, oder keine Ahnung. Werden halbstündige Parts, werden definitiv nicht halbstündige Parts. Aber ich versuche trotzdem. Whoop. Okay. Was bringt mir das? Nix, ne? So, über mir sehe ich noch ein paar Quests. Da komme ich wieder nach oben. Ich will nach oben. Ich weiß nicht mehr, wie man hier rauskommt. Hier, ich sehe überall so Quests hier über mir. Wie komme ich hier wieder raus? Nein! Aus dem Weg! Hallo? Ich will ja nicht mehr sein. Ich will ja nicht mehr sein. Ich drehe durch. Lass mich ja wieder raus, Mann. Boah. Nein, jetzt komme ich da nicht hoch. Boah. Alter. Du hast eine Fernwaffe. Du kannst jederzeit mit L2 gedrückt halten.
Soll eine Fernwaffe sein? Ich dachte, da wäre ein von dieser. Ich dachte, das soll ein von dieser Dingens sein, hier von diesen. Von diesen Elektrostäben, die haben. Mich weiß, nach wem ihr sie sucht. Wann haben die Fernwaffen? Die kämpfen normalerweise mit diesen Schilden, diesen Elektrostäben. Meister, was ist das, ein Bongo? Ein Transportmittel, will ich hoffen. Mein Gott, oh, wir waren jetzt ganz schön vergesslich, ne? So, ich wäre jetzt ganz sicher nicht nach diesen einen Typen mit der mit dem Pfannenbänder hier suchen die ganze Zeit. Obwohl. So, ich habe ja überall Quests gesehen, aber jetzt sind sie wieder alle weg. Ich habe ja überall Quests hier über mir gesehen. Wo sind sie denn jetzt alle wieder? Wer bist du? Also du, So, hat sich irgendwie noch was hier irgendwie noch was getan? Nee, ne. Halt. Oh, nee, das war der Raum da. Hallo, okay, ciao. Ich habe ja gerade überall heranziehen. Halt. Eine Sekunde. Ich finde Sachen heraus. Ich weiß immer noch nicht, wo die ganzen Quests hier sind. Ich habe die gerade auf der Karte gesehen. Da. Hier drin. Hallo. Irgendwer? Jemand hier drinne? Du. Ich komme auf dich zu. Na warte. Ich bin noch ein Gang. Ja, das Spiel wollte ich als einer von euch. Meinst du, du verstehst mich nicht? Ich nehme einfach mal an, irgendwo, weil ich kann ich mich hier ranziehen oder so. Komm ich da hoch? Hey, warte mal, ich sehe es. Sehe es hier da oben die Dinger, ne? Oder? Also nicht. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hör auf zu schreiben, wir sind Jedi, wir sind Hüter des Friedens. Auch wenn wir selten irgendwie was machen, wenn irgendwas den Frieden ja bedroht in der Galaxis, ne? Wir sind so ein bisschen heuchlerisch, ne? Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit im Kreis, ne? Ja, mal weiter. Boah. Hier sind noch so viele Sachen, die ich noch nicht verstehe. Jetzt mal gucken, wie das Spiel funktioniert. Gehen wir weiter, ne? Wir müssen ja nicht 2 Stunden hier in diesem Otogunga ja umhocken, ne? Haben wir halt ein paar Sachen verpasst. Vorerst, ne? Oh. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich da was machen muss. Ja, ob ich mit heute mit der ersten Episode fertig werde, ich weiß nicht. So langsam wie ich hier spiele. Nein, starten. Darf ich erstmal hier rumlaufen? Oh, geht gar nicht. Na gut, dann weiter. Ja, weiter. Zu neuen Orten. Haben wir eine halbe Stunde ja oder länger hier rumgeeiert. Oh. Dopp. Oh nein, muss ich das spielen? Nee. Jawohl. Ja. Keine Sorge. OP Killerfisch ist der OP. Feuern, R2. Ich kann nicht feuern. Jetzt kann ich feuern. Ja, aber Quicktime Event, glaube ich. Was ist das da? Was ist das da? Ja, wir sind so Bonus, die ja überall rumliegen. Gib mir das. Falscher Knopf. Oh, 1 von 3. Da ging schon wieder weg.
Komm, wie soll ich denn das alles abschießen, Mann? Wir sind dabei, so Sachen am rumfliegen, aber ich krieg die auch nicht getroffen. Ja. Nein, da stand doch gerade er. Ich will gar nicht gegen den kämpfen, ich will nur die Dinger erstmal hier einsammeln. Ey. Oh, da oben ist dieser Balken, den ich aus den PS2-Spielen noch kenne. Ja, wenn der gefüllt ist, dann. Oh, das sind diese Dinger, genau. Gib mir das. Oh. Ich will mein ganzes Ding abfüllen. Oh, 1x6. Oh, das ist der größere Fisch. Es gibt immer einen größeren Fisch. Ja, so, der größere Fisch geht nicht auf uns los, ne? Okay. Nimm das. Ich habe so viele Sachen da gerade verpasst, glaube ich. Wir verlieren Energie. Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt! Wann ihr sie denken, wir sind ein Problem? Ich hätte bestimmt noch so ein Ding bekommen, wenn ich irgendwie das Viech erledigt hätte und mich auch fokussiert hätte, ne? Also das geht noch weiter. Volle Kraft voraus. Hast du doch gesagt, Planetenkern, böse Nummer. Dein unerschütterlicher Optimismus macht wirklich Mut, Jar Jar. Also weg. Oh, meins. Er spielt mit uns. Ja, also weg, ich will abschießen. Für mich gerade natürlich irgendwie so ein Gummischiff-Mission und Kingdom Hearts spielen. Ich bin eigentlich mal von dem falsch gekommen. Da steht der 1 Stück L1, ne? Aber irgendwie zählt er trotzdem. Jetzt habe ich L1 gedrückt. Beeindruckend, höchst beeindruckend. Ich habe gehört, drehen ist ein guter Trick. Ein schönes Stück für meine Sammlung. Ich sehe, unser Freund hat wieder Hunger. Na, kennt ihr all die Anspielungen? Nein, warte. Das ist schön, schön. Wir müssen die Königin finden. Der Sieg ist unser. Dummer Stuhl. Oh, hör hot. Aus dem Weg. Okay. Ein größerer Fisch. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Cool. Ja, da ist dieser Baum. Baum, Balken, Steinchen. Nein! Nicht alles voll. Und dafür kriege ich jetzt mal so ein Ding. Alles klar. Ich habe so Dinger hier. OP-Rolle. Flossen weg. Ah. Ja. Oh, dann hätte ich nur die anderen beiden noch erledigen müssen. Dann habe ich gesagt, Mini-Kids. Ja, genau, dann werden so Dinger gebaut, ne? Oh, habe ich alle? Ja. Oh, ja, genau, diese Dinger. Mikromodell freigeschaltet, cool. Ah, oh, fast alles freigeschaltet da. Jetzt sehen wir Mikroschiff weiter. Du kannst dir Mini-Chance deines Hohlprojektes ansehen. Noch. Puzzle 7 von 765, 5 von 225. So, ah, ich habe jetzt gerade eine Menge von den Dingern freigeschaltet, ne? Gib mir das, dann kann ich als nächstes das hier freischalten, ne? Und dann kann ich das hier freischalten. Ne, da muss ich doch, ne, da kann ich das hier freischalten. Sammelgegenstände im Akku. Ja, das ist natürlich irgendwie, ich glaube, das ist das Beste, was ich hier freischalten kann. Aber bitte sag mir nicht, ich kann mich hier durch in der ganzen Stadt umschauen. Boah, ich werde hier Stunden rumlaufen in diesem einen Gebiet. Oh nein. Oh nein. Boah.
Nein, sehe ich schon was Schönes. So, da muss ich hin, also gehen wir erstmal hier lang. Oh Gott, sag mir nicht, ich kann mich hier in der ganzen Stadt umschauen. Oh Gott. Nimm das so Blume. Nimm das Blume. So, ich orientiere mich hier nach den Dingern, die ich auf der Karte sehe. Hey. Das halte ich von eurer Königin. So. Angeblich soll irgendwie was sein, aber ich sehe nichts. Da oben. Jar Jar, kannst du dich da dran hängen? Mit deinem Ding? Das ist so ein Ding, ne? Ne, ich muss wahrscheinlich erstmal da hoch, ne? Ich muss wahrscheinlich hier. Kannst du eigentlich auch ertrinken? Du kannst auch schwimmen, ne? Du bist auch ein Gangen. So viel zu dieser einen Szene, wo er irgendwie voll in die Luft gesprungen ist, ne? Oh, hi, 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 hi. In einen Sprungstrang. Man hat ganze Budget des Films. Hier bringt es nichts. Rot. Rot. Ah. Ah, da kann ich mich ranziehen. Okay, jetzt wieder hoch. Springen. Oh. Ja, jetzt komme ich da hoch. Guck mal. Und ja, die Frage, werde ich hier versuchen, alles 100% zu lösen? Ja, aber natürlich. Oh, oh, das sind ja thematische Detonatoren. Was soll ich denn damit? Da Bings. Tauschen, Krieger, Gangen. Die muss ich erstmal freischalten, ne? Okay. Reicht er nicht? Da sind auch so Dinger zum Ranziehen, oder? Da wollte schon sagen. Kann sich da ran. Oh! Was ist Super Mario aus Nintendo 64? Aus Super Mario 64? Oh! 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 So, muss ich hier sogar lang? Das sagt mir irgendwie, ich soll hier lang, glaube ich. So, kannst du mal dran? Ja. Wow, 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 meine Hände. Ah! Alles klar. Gott. Und die Statue direkt wieder aufgebaut. So, wir haben 0,1%. Glaube ich, ne? Ne, 1%. Ne. Ja, doch, 0,1%, glaube ich, ne? Ja. Mathe. Was ist das? Was ist das? Ich habe meinen Zauberstab. Ich habe einen mächtigen Zauberstab. Man nennt mich auch Jar Jar Binks der Weise. Habt ihr jemals die Story gehört von Jar Jar Binks der Weise? Da habe ich auch mal irgendwann irgendwie so Django und Boba Fett und so freischaltet und dann kann man ja einfach so durchfliegen. Dann einfach alles hier erkunden ohne Probleme. Geht bestimmt, ne? So, irgendwann habe ich hier oben schon wieder verpasst. Wie geht denn das? Kannst du nicht wie ein normaler Typ laufen? Ey, warte mal. Hallo? Wer seid ihr? Okay. Niemand? Okay. Ja, ich bin wieder da hoch. Oh! Ja, sie haben wie einen Mario 64 irgendwie hier von zu hohen Tiefen irgendwie stürzt. Wow! Oh. So, da will ich dran. Danke. Oder oh, sieht nicht so aus, als kann ich da irgendwas da oben drücken, will ich. Geht nicht.
Keine Ahnung. Ne, man, da kann ich noch nicht hin. Das sah. Ich weiß nicht, was da für ein Zeichen war. Bösewicht, ne? Bösewicht, das war so ein. Das ist wie so ein imperiales Zeichen. Aber gut. Jetzt haben wir wieder einen ganzen Ort hier zum Erkunden, ne? Wo ich mich hier wieder für stundenlang hier umtreiben werde. Kann ich mich da ranziehen? Da kann ich mich nicht dran ziehen. Warum nicht? Sieht was aus. Das ist das gleiche Zeichen. Hey, guck mal hier. Ich habe ein neues Update erhalten. Mein Leben hat wohl wieder einen Sinn. Er riecht auch alles, oder? Grundlagen, Code eingeben. Code eingeben. What? Oh, das ist ein bisschen gerade so. Oh, warte mal. Ab und zu Rüstungsteile fallen, die von Helm mit Hilfe von Kreis aufgehoben und als Verkleidung verwendet werden kann. Haken ziehen, Klettergriff außer Reichweite. Ja, jetzt werde ich ja bombardiert von den ganzen Tutorials. Jetzt bringen wir die leider nichts. Hätte lieber so irgendwie, weil nicht beim Spielen irgendwie so. So, siehst du diese Wand da? Damit kannst du das und das machen, ne? So textbasierende Sachen bringen mir leider nicht so viel. Ist genau wie ein Genshin irgendwie. Dann bist du ja irgendwie. Dann, wenn du irgendwie was Neues siehst in Genshin, dann bekommst du erstmal irgendwie so einen Haufen Text, ne? Im Hangar ab. Dann sagt er so, oh, um dieses Puzzle zu lösen, musst du das und das machen. Ne? Du musst mit diesen Dingsebumse interagieren, das an den anderen Dingsebumse dran ist. Ne? Und dann liest du ja alles durch und denkst dir so, aha, oh, okay. Und dann bist du aus diesem Bildschirm raus mit den ganzen Texten. Dann musst du erstmal rausfinden, was ist was und was hat mir das Spiel nochmal gerade gesagt. Und dann bist du schon wieder voll überfordert. Ne? Deswegen tue ich die ganzen Tutorials immer sofort überspringen und direkt einfach selber versuchen. Oh, warte mal, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee und die wird großartig. Guck mal hier hin. Hopp. Ich habe gerade mal gesehen. Ja. Du, komm mal hier hin. Kannst du laut aufbleiben? Ja, ne? Haha. Also ein bisschen denken muss man schon, ne? Ich sehe die Kamera nicht. So, komme ich da hoch? Ja. Nein, nicht du. Mein Gott, hier. Warum kann ich da nicht dran? Kann ich mich da nicht ranziehen? Ja, genau, das wollte ich nicht. Okay, da brauche ich wohl jemand anderen, ne? Nehme ich an. Gucken wir mal. Weil wird mir alles so angezeigt, ne? Wenn ich irgendwie was zu erledigen habe, ne? Wenn ich irgendwas finden muss und so, ne? Also werde ich mich jetzt nicht hier so lange irgendwie irgendwo aufhalten, ne? Ich schaue einfach nur irgendwie nach hier Symbolen auf der Karte, ne? Wie hier zum Beispiel. Und dann hänge ich da ein bisschen ab, bis ich was finde. Und wenn ich dann nicht was finde, dann ja. Komm ich halt später nochmal zurück, ne? Was hier? Nichts. Oh. Dann stirb. Und das Steinchen werde ich ja wohl wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels eine Menge finden, ne? Dann brauche ich jetzt hier nicht unbedingt alles zerstören, ne? Aber ich will alles zerstören. Daraus entsteht der Konflikt. Wie komme ich da oben hin? Kann ich nicht einfach diese Stände hier hin platzieren? Ich kann mir doch bestimmt irgendwie einen Weg da oben packen, ne? Weißt du was? So kann ich mich auch umschauen eigentlich. Eigentlich da dran hängen. Ah, ich überlege gerade. Ich werde mir definitiv nicht irgendwie. Was soll man mal? Unter da.
so eine Treppe da aufbauen, ne? Weil wir wahrscheinlich nicht gehen, ne? Obwohl. Sorry. Obwohl. Vielleicht wird das was. Da brauche ich noch eine Menge Treppenteile für. Kann ich mich da nicht dran hängen? Ja, da kann ich mich nicht daran hängen. Hm. Noch mal hier hin. Ah. Und dann mal. Oh, zerdert. Ja, das sind ja Lego-Sachen, ne? Ich nehme an, die klingen dann so ineinander, ne? Wow. Puh, geht's noch höher? Haha. Großstadt. Großstadt Liane, mein Gott. Sehr cool. Ja, schon ist schon cool, wenn man irgendwie eine Idee hat und die funktioniert dann auch, ne? Ich weiß nicht, ob man aus meiner Stimme raushören kann, weil ich eine sehr monotone Stimme habe, aber ich habe gerade voll Spaß. Ja, ist gerade voll lustig hier. So richtig entspannt. Ich muss mir nicht irgendwie darum Gedanken machen, so, oh nein, ich muss Charaktere leveln und was weiß ich nicht alles. Ne, apropos leveln, ne? Ich muss mich jetzt hier nicht so anstrengen. Ich muss vielleicht ein bisschen denken hin und wieder, ne, aber ansonsten, ich habe doch nicht genug. Ansonsten ist halt hier voll gechillt und das finde ich gerade richtig cool. Da vielleicht mal so meine Erfahrung mit Lego so ein bisschen erwähnen, ne? Oh. Hallo. Ey, was geht? Ich hatte einige Lego Star Wars Klamotten, als ich ein Kind war. Die habe ich leider nicht mehr alle, weil irgendwann mal unser Keller fälschlicherweise falsch ausgeräumt worden ist. Ne? Jemand anders wollte seinen Keller räumen und die Möbelleute haben irgendwie statt deren Keller unseren Keller damals ausgeräumt, was ziemlich kacke war. Ne? Ganz schön dämlich für die Leute. Jetzt haben wir von, jetzt haben wir an unserer Kellertür hier so ein riesiges Schild, so hey, hier wohnt diese Familie, ne? Und ja, aber nicht passiert dann nicht noch mal, weil das ist ganz schön nervig. Wollen wir euch nicht reden, ne? Ja, danke, hier drin wären irgendwie was. Ah, dafür ist dieses orange Zeichen dann, ne? Und ja, meine ganzen Star Wars Sachen, meine ganzen Lego Star Wars Sachen, die sind leider abhanden gekommen dann, ne? Mit diesen kleinen, nee, mit diesen ganzen kleinen Malheur, was da passiert ist, ne? Und ich hatte eine Menge Lego Star Wars Sachen. Meine Figuren habe ich noch alle gehabt, ne? Die sind noch alle in Sicherheit. Die hatte ich irgendwie separat so in der Kiste gehabt. Und die habe ich noch alle, ne? Und meine ganzen Raumschiffe und so, ne, alles weg. Und ich hatte voll coole Sachen, ne? Ich hatte so TIE Fighter, ich hatte einen TIE Bomber, glaube ich, gehabt. Ich hatte so ein Kanonenschiff von der Republik, so ein Klon-Kanonenschiff. Ich hatte die Slave One von Boba Fett, so ein richtiges fettes Teil. Ich hatte RIP. Ich hatte irgendwie Jabba's Palast. Ich hatte jedes Mal, wenn ich irgendwie was sehe, was ich hatte, ich nehme an, wir werden ja irgendwann so Raumschiff und zu sehen, ne? Dann werde ich definitiv irgendwie so dahin zeigen und sagen, ey, das Ding hatte ich, ne? Wenn ich so auf dem Bildschirm zeigen, oh, das Ding hatte ich, auch wenn ihr nicht sehen könnt, ne? Und ja, werde dann so darauf aufmerksam machen. Das ist jedenfalls so mein Plan. Ah, was hatte ich noch?
Keine Ahnung. Ich hätte eine Menge Sachen noch. Yay. Ich hatte ein AT-ST, ich hatte so ein Ewok Bäumchen mit so einem Gleiter. Ich hatte, oh man, also eine Menge Sachen hier. Kann ich euch nicht kaputt machen? Nö. So, muss ich ein paar Sachen finde ich darauf packen kann. Oh, oder die Dinger, die sind natürlich noch ein bisschen besser, ne? Ich brauche eigentlich nur drei Sachen, ne? So. Nein, bleibt doch gefäß da drauf. Vielleicht noch, das Ding bleibt mich da drauf. Dann packe ich eben die Lampe da drauf. Hey. Bleib da drauf. Und du spiel mit mir. So, die restlichen Leute können alle drauf. Aha. Also ja, wie gesagt, ich habe keine Sachen mehr hier von Lego Star Wars, leider. Aber ich hatte mir irgendwann mal, das ist irgendwie voll ironisch, ne, als ich das Spiel bekommen habe und geöffnet habe, da war irgendwie so ein kleines Zettelchen, so, ne, so, übrigens, ne, wir haben auch hier Produkte von Lego, ne, ein kleiner Zettel war da drinne und wollen da hochspringen. Und da war irgendwie so ein riesiges Bild von so ein AT-AT, ne, so ein Lego AT-AT, ne. So, übrigens, wir haben auch das Teil, ne, wenn du, ja, ich wusste es, wenn du interessiert bist, ne, dann kannst du auch das holen, ne, auf Lego und was weiß ich nicht alles, ne, oder im Laden, was weiß ich. Und da ist ein bisschen ironisch, weil genau das Teil habe ich. Ich habe mir vorgenommen, ich werde nie im Leben noch mal so eine Lego Kollektion hier aufstellen, ne, mit so Lego Raumschiffen und was weiß ich nicht alles, ne, werde ich nie im Leben wieder machen, ne. Aber ich habe mir vorgenommen, vor meinem Ableben zwei Lego Schiffe oder Fahrzeuge noch zu besitzen. Eins davon ist ein AT-AT, ein Lego AT-AT von dem Imperium, ne? Und geht dann ohne mir das Passwort zu nennen. Und ich sage euch was. Ein zweites ist ein imperialer Sternzerstörer. Nennt mich nicht umsonst den hartnäckigsten Mann in Feed. Ja, Feed, sag ich doch. So ist der Ort hier. Davon besorge das Passwort, indem du jetzt zur Schlussterminal findest und es dann als Protokoll drüber hier. Ah, okay, Protokoll-Druide brauche ich einen. Schon wieder Gerüchte. Oh, was ist das, der Jedi Survivor? Also ja, ich hatte mir vorgenommen, zwei Sachen noch von Lego Star Wars zu holen. Fahrzeuge und dingensmäßig, ne? Eins ist ein AT-AT, ein imperialer AT-AT. Welch nicht habe, es gab zwei verschiedene Versionen davon. Einer für 140 Euro, einer für 800 Euro. Ich habe natürlich den für 140 geholt, weil der für 800 Euro, der ist massiv. Und ja. Der zweite ist ein imperialer Sternzerstörer. So ein ganz klassischer imperialer Sternzerstörer, ne? Gibt einige von hier Dingens, oh, von der Republik und so. Das sind ja auch so dreieckige Schiffe, ne? Aber ich will so einen ganz klassischen imperialen Sternzerstörer. Das sind alle Lego Sachen, Lego Star Wars Sachen, die ich noch besitzen will vor meinem Ableben. Ne? Und ja, einen davon habe ich, den AT-AT. Das heißt, ich bin zur Hälfte fertig mit meinem Lebensziel. Und ja, weiß nicht. Ich habe schon erwähnt, dass heute der 24. ist. Hiermit verbringe ich gerade meine Weihnachtszeit. Ne? Dem ich hier weiß nicht. Ich hier entspannt Lego Star Wars Spiel. Ich hoffe irgendwie, es wird irgendwie keine Probleme geben mit dem Spiel hier so beim Upload. Weil ich habe so ein bisschen Schiss, weil wir reden hier von Star Wars, wir reden hier von Lego und wir reden hier von Disney. Ne? Das sind
Er ist absolut geisteskrank, so was hier. Weiß nicht an. Ey! Was hier rechtmäßig abgeht, ne? Deswegen, oh mein Gott, warum ein bisschen. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt so keine Probleme irgendwie gibt, ne? Weil alles, das sind alles Marken, die sehr. Die sehr irgendwie, weil nicht. Darauf sind irgendwie ihre Marke zu verteidigen und so, ne? Mit Star Wars ist hier die Musik und so, ne? Da muss ich, ich habe gerade gesehen, 2 von 13 oder irgendwie so was stand da gerade. Und ja, mit Star Wars habe ich schon Schiss wegen der Musik, ne? Wegen der kopiergeschützten Musik und so. Dann noch Disney, ne? Und dann noch Lego, ne? Deswegen weiß ich nicht. Ich bin ein sehr kleiner Kanal, ich verdiene kein Geld mit meinem Kanal, deswegen muss ich mir weniger Sorgen machen als zum Beispiel jemand, der irgendwie, weil nicht 5 Millionen Abonnenten hat und irgendwie mit jeden seiner Video irgendwie Geld verdient oder so, aber trotzdem, ne? Wegen sowas natürlich jetzt hier irgendwie, weil nicht sein Kanal oder irgendwie so zu verlieren, ist natürlich unschön, ne? Aber ich hoffe, es wird keine. Ich habe ja Kingdom Hearts auch schon Let's Played, da gab es noch nie ein Problem. Einzige, wo es mal ein Problem gab, war mit der Frozen-Szene, ja, als ihr in Kingdom Hearts 3 irgendwie diese eine Szene von der Schneekönigin ja nachgespielt haben, ne, wo sie ja Let It Go singt. Das habe ich als einzige, was irgendwie so ein Problem gab oder so, ne, aber ansonsten gab es eigentlich gar kein Problem. Hey, bauen! Ich muss ich doch bestimmt irgendwo einsetzen, ne? Ah, guck mal hier. Wieso habe ich das gemacht? Wofür habe ich das gemacht? Auch für dich wahrscheinlich, ne? Die Statuen sind kaputt und ich weiß nicht, wo ich mit der Reparatur beginnen soll. Könnt ihr helfen? Einige der Stücke fehlen, aber vielleicht können die Einheimischen helfen, sie zu finden. Oh man, hier werde ich. Oh, jetzt wird mir auch angezeigt. So, hör mal, hier ist irgendwie was in der Nähe, ne? Cool. Ja, das ist mehr so ein Chill-Projekt hier, ne? Also, ich stress mich hier nicht in diesem Spiel. Solange ihr euch nicht stresst, ist auch okay, ne? Oh, was hier drin ist. Freunde. Oh mein Gott, ich habe so viele Sachen zu erkunden, Mann. Ich bin dann nie fertig hier. Hier komme ich doch bestimmt irgendwann storymäßig auch rein, oder? Weiß nicht. Was ist denn hier los? Anheben. Warum? Zurück. Ich kümmere mich darum. Passt auf, wo ihr lang geht. Ich habe gerade den Boden poliert. Er ist so spiegelglatt, dass man sogar diese Säulen verschieben kann, wenn man auf sowas steht. Ich stehe total auf sowas. Warum mache ich das? Was habe ich davon? Was habe ich davon, die Dinger hier zu bewegen? Oh, hier, guck mal. Aha. So, was ist das? Ziehen. 1 von 4. Was? Oh nein. Wie soll ich denn das hier? Oh nein. Wie soll ich denn das hier rechtzeitig schaffen? Hallo? Oh. Warte, wie soll ich das denn hier rechtzeitig schaffen? Warum fällst du denn da runter, Mann? Ja, mir ist schon klar, ich hatte hier irgendwie so wahrscheinlich
so positionieren muss, damit ich da irgendwie hoch kann, ne? Aber wenn ich mich hier hochziehen kann, bringt's. Ist doch egal, ne? Er fällt da irgendwie runter die ganze Zeit. Meine ganz besonderen Fähigkeiten werden hier sehr nützlich sein. Boah, geht die Übersicht voll verloren, ne? Wenn ich das so mache. Gott. Ja, wenn die Kamera jetzt sich immer hier so ändert, dann verliere ich schon wieder voll die Übersicht. Kann ich auch daran festhalten? So, mein Plan wäre dann nämlich, ich tue die dahin platzieren, ne? Ah, wie komme ich denn dann dahin? Alter. Gott, da müsste ich irgendwie so vier Leute haben, die alle irgendwie sich so bewegen können, ne? Sagen wir mal so, komme ich dann so dahin. Ne, bringt nichts. Und nochmal hier hin. So. Er sagt, wenn man freies Spiel freigeschaltet hätte, dann... Oh, wir waren ja aus dem Weg. Dann wäre halt hier viel einfacher. So, mein Plan wäre jetzt dann, ich würde ihn dann da oben hin platzieren, ne? So. Also da oben beim Qui-Gon. Du bleibst da oben, ne? So. Muss ich nur noch irgendwie ihn da oben hinkriegen. Dann will ich da mit Jar Jar. Ich stelle mir ja trotzdem nicht so einfach vor. Gott. So von der Perspektive, ne? Ist so schwierig, ne? So, okay. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie. Jetzt muss ich nur noch irgendwie schaffen, hier mit Jar Jar die Sachen zu aktivieren, ne? Und er kann ja einfach hier so rüberspringen, weil. Nein. Jar Jar. Jar Jar, please. So, wo ist Qui-Gon? Da. Ich hoffe, jetzt so dahin zu springen. Will ich nämlich Qui-Gon irgendwo anders hinpacken oder Obi-Wan? Oh, ich kann auch da einspringen, ne? So, macht mal, Leute. So, Obi-Wan, es liegt an dir. Oh, warte mal, hey, macht einfach benutzen können. Ich glaube ja. Verdammt. Aber egal, wir haben es geschafft. Sehr gut. High five, Leute. High five. Dish. Hallöchen, na? Ich nehme an, das bedeutet, dass alles wieder normal ist. Das ist eine Erleichterung. Frisch gemonat. Es ist schrecklich ermüdend, dieses Schmuckstück ganz allein zu bewachen. Yay. Ich fand aber, ich habe irgendwie noch was viel Besonderes hier verdient. Nach so einem Rätsel, aber nicht. War jetzt nicht so einfach, fand ich. Das ist für so jeden Casual. Das Spiel ist ab 12, ne? Was ich irgendwie nicht erwartet hätte. Ich dachte eigentlich, da wäre so ein Spiel für die ganze Familie, ne? So Lego, ne? Ist ja eigentlich so für die ganze Familie. Ich habe zu Weihnachten übrigens auch von meiner Mutter hier
so ein Battle Pack von Star Wars bekommen, was richtig cool ist. So ein Lego Battle Pack mit so ein paar Sturmtruppler. Ich habe mir nämlich so vorgenommen, so eine kleine Sammlung an Figuren, so Lego Figuren zu starten, und mein Hauptaugenmerk sollen Truppler sein, so Sturmtruppler und Klontruppler und so was, ne? Und deswegen habe ich mir online ein paar geholt. Ich habe mir so zwei Battle Packs geholt hier. Ich habe so, es sind ja immer nur so bestimmte Packs gerade am zirkulieren, ne? So im Moment sind es irgendwie so die 501. Legion, dann irgendwie Ahsokas Truppen, ne? Das sind irgendwie so die ganzen Truppler, die jetzt gerade so auf dem Markt sind und so, ne? Gibt natürlich noch andere, aber die sind jetzt dementsprechend teurer, weil die erst vor ein paar Jahren nur so rausgekommen sind und so, ne? Und ja. Die Nachbarn haben mir wegen des ganzen Krams, keine Ahnung. Die Ohren voll gejammert. Also ich hatte meiner Mutter nicht Bescheid gesagt, dass ich irgendwie diese beiden Battle Packs geholt hätte, ne? Gequetscht werden. Ich musste die Tür so doll zuschlagen, dass dabei das Schloss kaputt ging. Wenn ihr irgendwie hineinkommt, könntet ihr es vielleicht von dort aus öffnen. Aber ich bin mir nicht sicher. Und als ich mir mein Geschenk ausgepackt habe, ne, und ich es geschüttelt hat, habe ich gemerkt, so, oh, da ist Lego, ne. Und meine Befürchtung war, dass meine Mutter mir irgendwie ein Battle Pack geholt hätte, das ich schon hatte, ne. Was natürlich passieren kann. In dem Fall wäre es noch nicht mal so schlimm, weil das würde im schlimmsten Fall dann eigentlich nur bedeuten, dass ich jetzt, weil ich ein paar Truppler, die ich schon habe, jetzt doppelt habe. Was eigentlich nicht so unglaublich schlecht ist, ne, weil je mehr Truppler, desto besser eigentlich, ne. Und da ich natürlich nichts dafür bezahlt habe, der einzige Grund, warum ich mir nicht mehr Truppler hole, ist natürlich, weil das teuer ist, ne? Weil Lego ist ganz schön teuer, ne? Und ja. Aber da war mehr oder weniger das Best Case Szenario in dieser Situation wäre natürlich dann gewesen, dass sie mir jetzt hier irgendwie einen Haufen Truppler geholt hätte, die ich schon habe, die doppelt sind, aber ich hätte, weil es halt ein Geschenk ist, habe ich natürlich dafür nichts bezahlt. Deswegen wäre das eigentlich Best Case Szenario gewesen für mich, ne? Oh, ich habe noch mal einen Haufen Truppler, die ich schon habe, aber hey, die waren umsonst, also sage ich natürlich nicht nein, ne? Aber dann habe ich das ausgepackt und ich habe gesehen, das war ein Battle Pack, das ich noch nicht hatte, was natürlich noch besser ist, ne? Da waren hier so diese Schneetruppler, dieses Schneetruppler Battle Pack, welche ich mir irgendwann mal geplant hat zu holen, aber wie gesagt, teuer, ne? Also so ein Pack kostet irgendwie so 20, 25 Euro in Regel, ne? Ja, schon eine Menge Geld, ne? Aber ja, ich habe es geschenkt bekommen zu Weihnachten, ne? Und ich war sehr positiv überrascht, dass sie mir ein Battle Pack geholt hat, das ich noch nicht hatte. Und ja, das war cool. Da habe ich mich richtig gefreut. So, oh, geil. Von innen geöffnet. Ein waschechter Hallo. Also ja, habe ich wieder irgendwie so vier neue Trooper so dazu bekommen, die mir, ja, die mir gefehlt hatten, die ich noch nicht hatte, ne? Und da war ziemlich cool. Also ja, ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass sie mir irgendwie, weil ich schon so ein doppeltes Pack, das ich mir irgendwie mal selber geholt hätte. Was wie gesagt nicht schlimm gewesen wäre in dieser Situation, ne? Weil je mehr Truppler, desto besser, ne? Aber hat sie nicht. Sie hat komplett neues Pack geholt, das ich noch nicht hatte. Und mit komplett neuen Truppen, die ich noch nicht hatte. Also, das war eigentlich so das absolute Best-Case-Szenario, was hätte passieren können in dieser Situation. Also ja, das habe ich gut gefunden. Das fand ich richtig klasse. So, warte mal hier. Oh, das ist wieder Bösewicht, ne? Ja. Oh, da ist auch aus diesem Material, dass diese Schatztruhe war. Also nehme ich an, die Bösewichte können diese Schatztruhen, diese dicken Schatztruhen kaputt machen. Was ist los? What? Ach, hier sind Gegner. Also da habe ich mich gefreut. Ich habe natürlich noch andere Sachen bekommen. Das Spiel zum Beispiel.
Einen Schlafanzug habe ich bekommen, einen Pulli habe ich bekommen, ich habe neues Mauspad bekommen, weil meins schon voll im Eimer war. Was habe ich noch bekommen? Ich habe eine Schneekugel bekommen. Das ist so eine Weihnachtskugel, die man schüttelt, ne? Und da kommt dann so Schnee, ne? Kennt man ja, ne? Die habe ich auch noch bekommen, die war auch toll. Steht bei mir jetzt auf der Fensterbank. Was ist das? Also ja, ich kann mich nicht beschweren, ne? Ist aber sowieso egal. Ich wusste sowieso nicht, was ich mir wünschen soll und so, ne? Dass ich überhaupt irgendwas bekommen habe, ist sowieso. Meine Mutter habe ich eine CD geholt, eine Handtasche. Mein Vater ein Rasierapparat und ein Warum kann ich die weghauen? Mein Vater hat ein Rasierapparat und da kann ich doch bestimmt hoch. Und ich habe ganz ehrlich vergessen, weil ich den gerade zu Weihnachten geschenkt war. Da war vor ein paar Stunden. Habe ich den nochmal geschenkt. Ich gerade vergessen. Ein Rasierapparat? Ach, ein Pulli, mein Gott. Ja, auch ein Pulli, ja. Ja, eigentlich habe ich meiner Mutter zwei CDs geholt. Eine von einer wusste sie aber nichts, weil ich die schon geholt habe, bevor wir. Weil wir haben uns unsere Geschicke gegenseitig eingekauft, weil das macht's auf. Weil er macht halt einfacher, ne? Also ich war wortwörtlich dabei, als sie dieses Spiel ja für mich geholt hatte, ne? Ja, damit war halt hier, weil nicht. Wir wissen halt nicht, was wir uns so wünschen sollen und was wir uns schenken sollen. Deswegen machen wir uns so ein bisschen einfach und kaufen uns gegenseitig hier die Geschenke. Aber mein Vater ist immer am schlimmsten, weil der sagt, er will nichts und das macht es dann natürlich immer am schwierigsten, ne? Aber ich und meine Mutter, wir haben so eine Vereinbarung, so wir gehen einfach mal einen Tag so unterwegs, ne? Und weil nicht, wir kaufen uns gegenseitig vor unserer Nase unsere Geschenke und damit sind wir eigentlich nicht der sehr normalste Weg, sich Geschenke zu kaufen, aber wir sind so in der Vereinbarung. Wir kamen so zu der Vereinbarung, dass wir damit einverstanden sind und dementsprechend ist das okay, ne? So, irgendwie sagt, ach, er kann sich auch daran. Ja, und ja, was soll er jetzt hier machen? Okay, diese Dinger kann nicht nur Jar Jar also anfassen. Alles klar, gut, weiß ich Bescheid. Und ja, ich und meine Mutter, wir haben diese Vereinbarung sozusagen getroffen. Wir gehen und tun uns gegenseitig die Geschenke kaufen und kommen wir eigentlich mit zurecht, ne? Wir müssen halt dann nur halt warten, ne? Die paar Tage bis. Weil nee, das Spiel hat sie jetzt hier schon, weil nicht vor Monat oder so geholt, ne? Und ja, ich wusste natürlich, was ich bekomme. Und ich saß dann da so, oh, Lego Star Wars. Aber ja. Aber wir sind beide so zufrieden und nein. Muss ich doch irgendwo hier reinpacken. Wo muss ich dich reinpacken? Irgendwo hier. Wo ist ja was? Wenn ich jetzt wüsste, ne? Was hier ist irgendwann auf der Karte. Nee, so weit kann ich nicht. Kann ich da Jar Jar irgendwie so in der Hand geben? So, hey, halt das mal. Nein. Oh. Okay. So, irgendwie hochkommen. Hier meine ich, kann da nicht zu Jar Jar wechseln, wenn ich da oben bin, ne? Mich jetzt mal einfach an. Hey, was ist denn hier alles noch? So, machen wir halt folgendermaßen, ne? Nein, nicht du. Nein, nicht du. Okay. Na gut, dann komm du mal hierher. Mach ich wieder eine Treppe, ne? Ah, da ist auch noch eins, ich gerade. Nein, du nicht. Nimm das zum Weg. Ach. Solange ich gleich den Part mal beenden, ne? Ich habe jetzt 2 Stunden so ungefähr aufgenommen. Und ich glaube, das reicht dann auch.
Ah, hey. Ich sehe. Ich kann schon von hier aus annehmen. Cool. Die Frage ist, kann ich das so da reinpacken? Ja, kann ich. Cool. Wo sind denn dann die Dinger da? So, weil ich aus der Blumen. Ja, warte mal, da kann ich doch bestimmt hier. Ja, jetzt bleibt ja liegen, ist klar. Okay. Einstecken. Und einstecken. Gib mir das. Gib mir das. Stadthaus ohne Strom. Okay. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ne? Ich habe jetzt hier 2 Stunden aufgenommen. Werdet ihr wahrscheinlich in 2 Parts hier einteilen. Ne? Und weil nicht. 21%. Aber da steht sogar, was hier alles ist. Galaxis 1,4%. Ich habe es 3 Charakter von 380. Oh Mann. Das wird noch ein bisschen dauern hier. Aber okay. Wir haben jetzt Zeit, ne? Also ich habe jedenfalls Zeit, ne? Wir waren Episode 3 Varianten. Wir waren Episode 1, ich wollte schon sagen. What? Luke Starkiller? Ach, das ist die Beta-Version, genau. Ja, das wusste ich. Er sollte ursprünglich Starkiller heißen, ne? Weil ich nehme an, das klang zu böse. Ne? Ich weiß nicht den Grund, warum er nicht so genannt worden ist. Letztendlich, ich nehme an, weil er zu böse klingt, ne? Oh, hier werde ich eine Zeit lang beschäftigt sein, ne? Also ja, ich weiß nicht. Ich werde mich, bevor ich die Parts hier hochlade, erstmal, guck mal hier. Ich glaube, das werde ich am meisten brauchen, ne? Verbesserung kaufen, ne? Wichtige Sammelgegenstände im aktuellen Gebiet werden mit einem Hilfssymbol versehen. War nicht schon voll? Oh, da hier muss ich mich ja irgendwann mal. Ja. Okay. Also weil ich. Ja. So, die Frage ist, wie tut das Spiel jetzt hier irgendwie speichern oder so? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier eigentlich abläuft. Das Spiel tut automatisch speichern, ne? Ich bin Sammelgegenstände werden gespeichert, aber Fortschritt zu einem aktuellen geht eventuell. Ja. Ja, das ist ja. Das Wichtigste sind ja die Sammelgegenstände, ne? Als andere, die Story ist ja kein Problem, ne? Guckst dir nochmal eine Cutscene an, ne? Warum hat sie überhaupt hier ein gelbes Lichtschwert? Sie hatte nie ein gelbes Lichtschwert, ne? Obwohl es eigentlich. Ich hätte mir auch lieber gewünscht, dass sie ein gelbes Lichtschwert hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. So. So, wenn ich jetzt hier das Spiel laden drücke, ne? Dunkle Bedrohung 1,4%. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Muss nur ja testen. Ich tue ja nur testen. Okay. Okay, nein. Ja, springen bitte. Nein. Wo lande ich denn jetzt? Bin ich wieder auf dem Schiff? Ne, ich wollte schon sagen. Okay. Ich habe aber noch alles. Ne, 21, ja. 10 von 31, alles klar. Gut. Weiß nicht, wie ich das hier mache. Ich werde wahrscheinlich so stündliche Parts machen, ne? Ist nicht zu lang, nicht zu kurz, ne? Genau, perfekt. Und ja, weil ich. Dann tun wir uns hier immer eine Stunde hinsetzen und ein bisschen Lego sammeln und spielen und bauen und was weiß ich nicht alles, ne? Jetzt werden mir ja mehr Sachen auf der Karte angezeigt, ne? Ich habe da jetzt die Fähigkeit, ne? Wir haben ihn hier schon wieder angezeigt. Ich glaube, das erste, was ich dann machen will, ist dann erstmal hier
erstmal das hier alles freischalten, ne? Damit hier steht ja auch aktuelle Stufe Minikits und Schiffe anzeigen, Minikits, Schiffe und Kibbersteine anzeigen. Ich glaube, da werde ich jetzt mal voll hoch leveln, ne? Damit ich hier alles habe. Und ja, das mit den hier freischalten, das müssen wir hier so. Wir finden erstmal auf Anhieb, was wir finden können, ne? Und danach müssen wir halt mit freiem Spiel irgendwie mal hier rumrennen, ne? Und ja, gucken wir mal, ne? Letztendlich Gerücht kaufen. Alles, was macht. Aber letztendlich, ja, werden wir ja ein bisschen Spaß haben und uns ein bisschen entspannen, ne? Leben, leben. Ich renne lieber weg. Ist irgendwie in Character, ja. Haben wir hier noch? Hallo? Wer ist er denn? Was? Sogar die Blume automatisch kaputt gemacht. Was hat denn? Na gut, dann beende ich den Part hier oder den zweiten Part, wird wahrscheinlich schon der zweite sein, ne? Ich dachte, er wäre was. Ich werde meinen Abend noch damit verbringen, meinen Weihnachtsabend, den 24. wahrscheinlich, indem ich ironischerweise oder passenderweise ein paar Lego-Sets hier zusammenbauen werde. Ich habe ja, wie gesagt, ein Battle-Pack von meiner Mutter zu Weihnachten noch bekommen. Für all die Lego-Freaks hier, die sich bei sowas auskennen, wartet. Es ist Pack Nummer. Die sind alle hier mit Nummern versehen. Wo sind sie? Pack. Oh ja. 75320. Das ist das Snowtrooper Battle Pack. Da hast du ein Snowtrooper, zwei Snowtrooper. Eigentlich hast du ja drei Snowtrooper. Zwei davon haben Pistolen, einer hat ein Snipergewehr und du hast einen Scout Trooper. Du hast einmal drei die gleichen und einen einzigartigen, ne? Was mich nicht stört. Ich habe es geschenkt bekommen. Ich werde mich definitiv nicht beschweren, ne? Aber cool, ne? So, also ich werde meinen Abend damit verbringen, die zusammenzubauen, ne? Da ist so ein Geschütz dabei und was weiß ich nicht alles, ne? Da werde ich dann zusammenbauen. Und dann, ja, habe ich meinen Abend auch hier erledigt. Gut, dann sage ich, ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt, ne? Mir gefällt es auf jeden Fall zu spielen. Ich hoffe, euch gefällt es, euch zuzuschauen. Das Projekt wird wahrscheinlich am 1. Januar live gehen. Ich werde mich jetzt hier nicht stressen, das Spiel jetzt hier so schnell wie möglich hochzuladen. Erstmal will ich Final Fantasy 16 noch abschließen. Zu dem Zeitpunkt bin ich es noch am Spielen. Ich weiß nicht, ob ich es zum Zeitpunkt dieses Uploads schon abgeschlossen habe, aber ja. Das hier werde ich jetzt so gemächlich, genüsslich immer hier so hin und wieder mal so reinpacken, ne? Gut. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Was machst du da, Jaja? Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Sage. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao. Perfekt.